Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Darksiders 2, die Definitive Edition. Gut, nachdem wir hier nichts rausgefunden haben. Müssen wir. Versuchen wir zuerst mal da vorne hin. Also nachdem wir da vorne waren, wissen wir vielleicht, wie wir solche Rätsel lösen können. Vielleicht fehlt uns der nötige Hinweis. Gut. Vielleicht fehlt uns wirklich den fehlenden Hinweis. Gut, wir sind jetzt bei der Kunstschmiede und was... was ist denn das? Was ist das Schönes? Ich kann nicht. Okay. So schön war es auch wieder nicht. Ist das die Abgrundschmiede selbst? Sind wir schon so weit? Eingriffe sind inakzeptabel. Der verrückte Schmied hat nicht gelogen. Seine Kreation lebt. Warum so viele Kreationen erschaffen? Das ist meine Funktion. Meine Abkömmlinge sollen Abgrundschmieden auf anderen Welten bauen. Ein neues Volk als Erbe der gesamten Schmiede. Ich werde das nicht zulassen. Du bist nicht wie die Erschaffer. Du bist weder Engel noch Dämon. Aber etwas von beidem. Was ist deine Aufgabe? Deine Zerstörung. Ich bin tot. Oder das. Mit mir bricht ein neues Zeitalter an. Okay. Na, gut, dann halt die Lösung. Au. Gut, na? Au. Ey, das ist nicht nett. Ja. Ja, sehr gut. Boah, gewaltigen Schaden. Oh, oh, oh. Au. War ja klar. Ah! Mechanische Käfer! Okay. Wow, 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 ganz ruhig, Junge. Au. Jetzt nehmen wir einen Trank. Aha. Die meisten Käfer sind besiegt. Ja, raus damit und jetzt volle Kanone rauf. Ich glaube, wir sind zu lahm für sowas. Moment. Okay, und Schlag, 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 Schlag. Au. Au, 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 au. Ja, übertreibt es maßlos, aber gut. Ei. Okay, kurzer Moment. Das war eigentlich super, aber... Kühlschraubentzug? Achso, das hier. Ich dachte schon, was? Seit wann haben wir die da? Die am Eingang steht. Okay, was war das? 23. Gesundheit bei kritischen Treffern. Ich glaube, es war die hier. Ja, anlegen. Au. Au. Okay, ein Trank schlürfen und weiter geht's. Au.
Sehr gut, und jetzt... Hey, hier! Ah, scheiße. Okay, okay, okay. Einfach ein bisschen... Vielleicht war doch das andere ein bisschen besser. Anlegen. Okay, ausweichen. Mann, und überall dieses Feuer. Gut, würdest du dich endlich wieder beruhigen und den Kern raushängen lassen? Ja. Gut, Moment. Ey, so, hier. Genau. Ja, er sollte doch besiegt sein. Ah, dieser blöde Bastard. Vom Schaden her haben wir genug Schaden gemacht. So. Und jetzt... verdammt. Komm schon, komm schon. Was? Warum mache ich keinen Schaden? Das ist unfair. Jetzt aber, oder? Na endlich. Okay, wir haben die Abgrundschmiede vernichtet. Kehre zum Ehrenschmied zurück. Durch all das Feuer erkenne ich nicht, wo der Ausgang ist. Ah, da. Mein Gott. Überall Feuer, es war so schrecklich. Aber gut, wir haben es geschafft. Mhm. Gut, dann gehen wir noch kurz darüber und erfahren, warum wir... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man dieses Rätsel lösen soll. Aber vielleicht haben wir jetzt eine Eingebung. Vielleicht auch zwei. Okay, irgendwie da hoch. Gibt es hier eine Möglichkeit hochzukommen? Die ich vorhin nicht wahrgenommen habe? Gut. Dann fragen wir noch kurz Asche. Zeig mir den Weg. Okay, es war nach diesem Weg gemeint, aber gut. Ja, danke. Weiß nicht warum. Gut. Und hopp. Und jetzt weiß ich nicht, warum wir wieder auseinandergegangen sind. Denn es ist ja nichts passiert, was nicht immer passiert. Okay, das bringt nichts. Nein, seht ihr? Gar nichts. Hm.
Also. Wenn ich da hochkomme. Bringt es auch nichts. Kann man hier hoch? Für eine Sekunde dachte ich, oh. Man hätte einfach so einfach hochkommen können. Überlegen. Wir haben sonst keine anderen Fähigkeiten, die von Bedeutung wären, oder? Nein. So bringt das nichts. Also dieser Ranken da, die stören ein bisschen. Aber sonst? Ja, die Ranken. Da sind sie schon wieder ein kleiner, echt Trost, das Gegenteil. Ein kleines Hindernis? Ja. Moment, was passiert eigentlich, wenn wir hier drauf sind? Wirklich? Okay, so geht's auch. Hebel benutzen. Gut, jetzt geht's. Okay. Und jetzt mal ausprobieren. Was passiert hier? Gut, hier und... Scheiße. Geht nicht, aber okay. Gut. Jetzt legen uns und gehen weiter. Gut. Was werden wir wohl weiterfinden? Warum haben wir das doch mitgenommen? Okay, und weiter geht's nach... Wir sind oben. Oh. Die Kamera ist manchmal sehr störend. Gut. Und weiter geht's. Was haben wir hier Schönes? Unmöglich. Moment. Kann es sein, dass irgendetwas da oben passiert? Und wir sind den falschen Weg gegangen und wir müssen ja hier lang. Denn ich weiß, wo wir rauskommen, aber... Ich muss das kräftig überlegen. Also, jetzt mal hier hoch. Und top. Gut. Also, wenn wir hier sind und uns zerteilen, wie zum Beispiel so. Der eine fällt nach unten, der andere bleibt hier oben. Hat sich hier irgendetwas geändert?
Eigentlich nicht. Okay, dann. Hey. So. Moment, wir machen es so. Scheiße. Aber nee, dahinter sieht es ganz normal aus. Also nicht normal, sondern wie eine Felswand oder so aus. Also haben wir den Teil hier auch geschafft. Aber auf die Idee sollte man kommen, dass sich die Wand umdreht und man dahinter einen Geheimgang findet. Aber gut. Die können aber nerven. Gut. Ich hoffe mal, wir müssen nicht nochmal gegen den irren Schmied kämpfen. Ich hoffe mal, dass das dann fertig ist hier. Dann können wir die dritte Kampagne machen. Ich glaube, das ist dann die letzte, oder? Oder auch nicht. Wir werden sehen. Aber die hier war schön schnell und knackig, also... Fand sie gut. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Es ist vollbracht. Ja. Und jetzt? Bereitest du auch mir ein Ende? Dein gebrochener Geist ist Strafe genug, Schmied. Lass mich meine Gnade nicht bereuen. Zeit für ein neues Meisterwerk. Okay. Dann war's das? Wow. Ich bin jedes Mal überrascht, wie bescheuert die Kampagnen sind. Was klingt so? Gut, ja. Abgrundschmiede Hammer. Der Ehreschmied hat diesen Hammer gefertigt, um beim Bau der Abgrundschmiede helfen zu können. Der Hammer ist durchtränkt mit dunkler Energie, kann selbst die dicksten Rüstungen erschüttern und setzt alles, was er berührt, in Brand. Das könnte vielleicht noch witzig sein. Also im Moment haben wir ja das hier. Okay, was sieht's aus? Schuss auf kritische Treffer. Geht sogar noch weiter nach unten. Aha. Kraft, okay. Feuerschaden. Gut, dann würde ich kurz speichern. Und dann Spiel beenden. Ja, wir haben ja gerade gespeichert und machen die nächste Kampagne, oder? Aber wie gesagt, die Kampagnen, die weiteren Kampagnen, die hier... Hauptkampagne... Argus Grab haben wir, die Abgrundschmiede haben wir auch und jetzt das letzte, der Dämonenfürste Belial. Aber bis jetzt finde ich die weiteren Kampagnen extrem scheiße. Man kommt am Anfang hin, das heißt, ja, bla bla bla, irgendetwas ist passiert, geh, töte alles, komm wieder. Und genau das macht man. Man läuft durch die Gegend, tötet alles, löst hier und da ein paar kleine Rätsel, dann kommt man wieder und das heißt, da ist er gut gemacht. Also, storytechnisch, geschichtentechnisch, Storytelling und so, da fehlt alles. Man könnte so gleich die Story, die da ist, gleich wegschneiden, also. Oder auslassen, die ist so gut wie nichts. Aber ich würde sagen, wir machen hier weiter, der Dämonenfürst Belial, in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.